und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und wie ihr schon sehen könnt, ich habe es geschafft. Oder wir haben es geschafft. Wir sind nämlich jetzt 100 Abonnenten auf meinem Kanal und ich kann es gar nicht fassen. Es ist so, so cool, das Gefühl. Ich habe so drauf hingefiebert und jetzt sind wir endlich 100 Abonnenten. Ich kann einfach nur ein mega, mega großes Dankeschön an alle da draußen, die mich bis hierhin begleitet haben und auch mich weiterhin begleiten werden, hoffe ich, aussprechen. Ihr seid einfach mega, mega toll. Und jetzt geht's mit den nächsten 100 Abonnenten weiter und dann sind wir bei 200 Abonnenten. Und auch das werden wir schaffen, da bin ich mir ganz sicher. So, und ich habe mir heute für dieses Video überlegt, dass ich euch einfach so ein bisschen aus meinem Leben erzähle, was gerade so abgeht bei mir. Und dann wollte ich noch das Thema Werbung ansprechen, weil es ja gerade so ein richtiges brisantes Diskussionsthema ist. Vor allem in Instagram hat man das richtig akut gesehen. Jeder hat davon berichtet und jetzt möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass ich jetzt bei jedem Video, wo ich über irgendeine Marke sprechen werde, ein Produkt euch zeigen werde oder irgendwas zu erkennen ist, was eine Marke besitzt, werde ich euch auf jeden Fall oben links oder rechts immer klein Werbung einblenden. Heißt aber nicht, dass es bezahlt ist, sondern es ist meistens unbezahlte Werbung, beziehungsweise wenn es mal bezahlte Werbung sein sollte, dann werde ich euch auf jeden Fall nochmal drauf hinweisen. Aber sonst sind es alles Produkte von mir, die ich euch einfach weiterempfehlen möchte oder euch sagen möchte, was ich davon halte und somit auch keine gesponserte Werbung. Zum Beispiel das von letzter Woche, als ich meinen Garten abgedreht habe, habe ich ja auch den Grill mit Werbung wegen Markenerkennung gekennzeichnet. Einfach, weil man die Marke sieht und ich einfach keinen Bock habe auf irgendwelchen Stress, auf irgendwelche hohe Strafen und deshalb einfach mitmacht das Ganze und schön alles mit Werbung kennzeichne. So viel dazu. Und jetzt möchte ich einfach nochmal so ein bisschen aus meinem Leben erzählen, was da gerade so geht. Und zwar bin ich jetzt schon, also es ist nicht mehr lange noch, 3 Wochen, dann ist der schulische Teil meiner Ausbildung abgeschlossen. Dann kommt ja noch das Anerkennungsjahr. Und es ist so abartig, wie schnell jetzt die Zeit vorbeiging. Im Mai hatte ich ja meine schriftliche Prüfung, wo ich aber noch nicht die Ergebnisse habe. Die bekomme ich nämlich noch diese Woche, beziehungsweise für euch war es dann schon. Also ich habe dann schon die Ergebnisse, wenn ihr das Video seht. Und ich habe natürlich das Video vorgedreht, deshalb ist es jetzt so. Und ich bekomme meine Note für die Facharbeit gesagt und meine anderen Noten in den anderen Fächern, beziehungsweise habe ich die mir eh schon ausgerechnet oder wir haben die schon von den einzelnen Lehrern bekommen. Und es wird gesagt, in welches mündliche Prüfungsfach ich muss, weil das habe ich noch keinen Plan. Und es ist nämlich abhängig von den 0,5 Noten, auf denen man steht. Genau, bin ich mal gespannt, wo ich dann eingeteilt werde und wo ich meine mündliche Prüfung absolvieren muss. Und ja, dann muss ich eine Präsentation für meine Facharbeit machen, aber nicht von dem schriftlichen Teil, was ich schon geschrieben habe, sondern es muss ein Teil sein, wo ich einfach nicht so ausgiebig drüber berichtet habe in meinem schriftlichen Teil der Facharbeit. Und das muss ich einfach nochmal präsentieren. Und vor der mündlichen Prüfung habe ich einfach schon mega Angst, weil Präsentationen liegen mir eigentlich gar nicht, also beziehungsweise von der Facharbeitprüfung habe ich auch Angst, weil, ja, also labern vor anderen Leuten, oh, das ist so schrecklich, ich hasse es, ich zitter da immer am ganzen Körper und mache dann voll die Sprachfehler. Naja, wird schon alles werden und dann kommt nämlich noch die Abschlussfeier und dann ist es, der schulische Teil ist dann fertig. Und jetzt habe ich noch eine Woche Zeit, also die, wo jetzt kommt die Woche, da habe ich einfach keine Schule, da habe ich Zeit, mich für die Präsentation vorzubereiten, mich für die mündliche Prüfung vorzubereiten. Genau, das ist einfach so eine Woche, wo man nochmal Vorbereitung machen kann. Okay, habe ich schon gesagt. Und die Woche jetzt, wo war, das war die erste Woche, wo ich einfach gar nichts gemacht habe für die Schule, nichts gelernt, einfach nur gechillt und es hat so gut getan. Ich habe mir einfach die Zeit jetzt genommen, weil ich die einfach auch gebraucht habe, weil ich gemerkt habe, ich bin einfach total mit den Kräften am Ende, völlig unmotiviert, weil wir hatten ja noch Klassenarbeiten nach der Prüfung, was auch total blöd war eigentlich, weil da ist einfach die Motivation nicht mehr so da wie am Anfang. Und ja, aber auch das habe ich geschafft und ich bin so glücklich. Genau, und dann kommt jetzt bald wieder der Urlaub und es sind meine allerletzten Sommerferien, die ich habe und ich bin echt traurig. Also, wenn ich die Schule nicht so mag, aber die Sommerferien oder beziehungsweise die Ferien allgemein sind einfach das Allerbeste an der Schule und ich glaube, da können ganz viele von euch da draußen mir zustimmen. Ja, und dann haben wir natürlich schon geplant, wo es hingeht diesmal in den Urlaub und dann nehme ich euch natürlich wieder mit und es gibt viele Follow-Me-Arounds für euch. Und ja, ja, und ansonsten ist eigentlich alles so gleich. Jetzt fängt wieder das Lernen an, Haushalt immer schön am Machen, das Wetter genießen, wenn es schön ist, raus in den Garten. Mein Häschen geht's gut.
ja, sonst ist eigentlich alles so ziemlich gleich wie sonst auch immer. Und ich drehe euch auf jeden Fall noch ein Video so in 4 Wochen, wenn dann alles vorbei ist mit dem schulischen Teil meiner Ausbildung, was eigentlich noch so im dritten Jahr ging, wie ich mich gefühlt habe, meine Höhen und Tiefen und alles, was halt zum dritten Jahr meiner Ausbildung dazugehört, damit ihr einfach da auch nochmal auf dem aktuellen Stand seid, weil ihr wisst ja, ich habe schon 2 Teile davon gedreht. Kann ich euch ja gerne mal in der Infocard verlinken, da könnt ihr sie euch mal anschauen. Und ja, und dann beginnt am 3. September der Ernst des Lebens, denn mein Arbeitsleben beginnt. Ab dem 3. September beginnt mein Anerkennungsjahr und dann bin ich jeden Tag im Kindergarten und ich freue mich schon mega auf die Zeit, weil jetzt saß ich genug in der Schule, war immer nur einen Tag im Kindergarten. Jetzt wird es Zeit, dass ich wirklich jeden Tag im Kindergarten bin und einfach mal den Alltag so richtig miterleben kann. Jo, und es war jetzt einfach so ein kleiner Schwenk mal wieder aus meinem Leben, damit ihr einfach mal wieder wisst, was bei mir so abgeht. Und ja, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für die 100 Abonnenten hier auf meinem Kanal. Ihr seid einfach die allerbesten. Fühlt euch ganz fest gedrückt und geknutscht von mir und bleibt auf jeden Fall weiterhin mit am Start. Und ja, für die alle Nicht-Abonnenten unbedingt auf den Abonnieren-Button drücken. Ich freue mich nämlich mega drüber und hoffe jetzt auf die nächsten 200 Abonnenten. Und auch das werden wir schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne auch einen Kommentar unten rein. Und dann schaltet unbedingt wieder am Sonntag um 12 Uhr ein. Bis dahin, sage ich tschüss.